Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Wasl-Map 2017. Und heutiges Ziel ist nur eins. Wir müssen 344.000 Euro haben, damit wir uns den New Holland CR10.90 kaufen können. Und dafür brauchen wir eben 344.000. Der ist gerade 20% reduziert und deshalb müssen wir einfach Gas geben. Und ja, erstmal machen wir hier noch ein paar Bäume weg. Mein Traktor haben wir uns, glaube ich, auch erst vor kurzem gegönnt, aber warum sollen wir nicht noch ein bisschen mehr Gas geben? Hallo? Warum lädt denn der nicht ab? Irgendwie hat er den Trigger nicht gefunden. Und deshalb werden wir hier noch ein paar Bäume fällen. Zumindest die hier am Feldrand. Ups. Da haben wir dann auch nämlich mehr Platz. Ja. Hallo? Mehr Platz zu rangieren. Ist ganz sinnvoll. Die Felder werden wir ja früher oder später kaufen. Wenn der Preis so weit wie möglich gesenkt ist. Weil ich habe einfach keinen Bock jetzt hier zu viel zu bezahlen für die Felder. Wenn wir den Preis einfach senken können. So, im Grunde müssen alle Bäume hier weg. Möchte mich ein bisschen entschuldigen. In letzter Zeit kommt relativ unregelmäßig die Wasl-Map. Hängt damit zusammen, dass ich gerade relativ viel streame. Zwei neue Minecraft-Projekte habe, die ich verfolge. Und da eigentlich, ja, so ein bisschen Farming-Simulator auf der Strecke bleibt. Ja, ich werde jetzt probieren, heute mal, also heute, einiges aufzunehmen an der Wasl-Map, weil dann habe ich auch, dann kriege ich das besser unter den Hut. Ich bin Vollzeit berufstätig. Ist ja nicht so, dass ich vom YouTube-Streaming lebe. Reicht das? Nein, natürlich nicht. Also ich lebe ja nicht davon, sondern ich muss ja auch jeden Tag noch arbeiten gehen. Zumindest fast jeden Tag. Und deshalb muss ich das irgendwie koordinieren. Und Farming Simulator ist so ein Spiel, was ich relativ gern dann vorher aufnehme. Und euch dann eben als Let's Play präsentiere. So lässt es sich für mich am einfachsten ja, vereinbaren. Mal gerade gucken, ich glaube die 47 war okay, Erntereife 1. Wir haben im Moment sowieso keinen Mähdrescher, also von dem her haben wir sowieso die schlechte Karten, sagen wir mal so. Wenn ich hier einschlage, komme ich nicht rum. Dann müssen wir hier vor und dann, ja, hier könnte man vielleicht auch ein bisschen Platz machen. Ja, ich weiß, ich hau hier gerade ziemlich viele Bäume um. Ach, den kann ich wieder nicht. Ey, das ist doof, dass du manche Bäume gar nicht fällen kannst. Oder ich bin zu doof. Nee. Geht nicht. So. Für den haben wir 17.000 gekriegt. Dann würde ich sagen, wir müssen noch zweimal. Also. Ja, dreimal fast. Dreimal müssen wir noch den Anhänger voll machen. Und dann können wir uns den CR
10,90 kaufen. Ui, das war knapp. Nee, doch nicht knapp, wir sind hängen geblieben. Ja, zu den Projekten, die ich gerade betreibe, ist zum einen mein eigener Minecraft-Server. Minecraft City heißt er mal wieder. Wenn ihr mich auf YouTube verfolgt, dann habt ihr das eventuell schon mal gesehen. Dann kennt ihr den schon. Zumindest hatte ich früher schon mal ein Let's Play. Und wenn ihr es nicht kennt... Hä? Der entlädt, aber es geht nichts in den Anhänger. Was soll denn das? Ah, jetzt. Wenn ihr es nicht kennt, dann schaut doch einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbei und oder in die Playlists. Da habe ich schon mal mit 5, 6, 7 Spielern eine komplette Stadt aufgebaut. Mit modern, alt und so weiter. Oh, kann der so weit, hat er so einen großen Strahl, ja. Genau. Und da haben wir jetzt einen zweiten Teil davon gestartet, mit dem Ceftech Pages, Ages Modpack von Twitch Launcher, Curse. Und da sind wir inzwischen auch 10 Spieler schon auf dem Server. Also das geht ordentlich vorwärts. Und die Folgen kommen immer Montag, Mittwoch und Freitag. Und hier beim LS habe ich es ja geändert. Der kommt jetzt immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Ups, nee, falsches Fahrzeug. Den hier will ich. Muss mal auf der Beifahrerseite einsteigen. Das ist, glaube ich, sowieso eine dumme Idee, da reinzufahren, aber wir machen es jetzt trotzdem. Hier ist genug Platz. Alles gut. Habe ich das schön hier angelehnt, oder? Ich werde jetzt diesmal gleich und... Nee, ich drehe nicht gleich um. Ich fahre hier ran, weil das ist am einfachsten. Ja, Moment. War vielleicht richtig. Genau. Minecraft City. Und dann habe ich es geschafft, gestern das erste Mal drauf zu kommen und vorgestern einen Livestream zu machen. Mit dem Minecraft Conquest Pack. Der Bewerbung für einen Multiplayer-Server. Und die Bewerbung hat dem Serverbetreiber gefallen und deshalb spiele ich da jetzt auch noch auf einem Server, wo es darum geht, eine mittelalterliche Stadt zu erstellen. Da bauen auch einige Leute drum mit. Ja, und deshalb bin ich gerade relativ viel Streaming aktiv und zusätzlich noch habe ich auch immer noch den Landwirtschaftssimulator-Server. Ups. Mit der Hagenstedt-Map. Was mache ich denn? Ich demoliere meinen LKW. So, das hat jetzt irgendwie bloß 12.000 gebracht. Hm. Heizkraftwerk ist wohl bald erledigt. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die letzten 20.000, 30.000 noch zusammenkriegen. Ja, jetzt geht wieder nichts rein. Was soll denn das? Das wird so ein bisschen die Frage. Hallo.
Weil für, ich denke mal, für die nächste Folge kriegt man nur noch 10.000 oder so. Dann müssen wir natürlich auch noch mit der Baumfräse drüber. Die ganzen Baumstümpfe wegmachen. Wir könnten mal gucken, ob wir die Felder hier bearbeiten können. Ich glaube, das hier war's. Da gibt es nichts zu tun. Aber ich glaube, das gibt dann bei allen nichts zu tun. Wir können auch mal gucken, welches das überhaupt war. Oh, das hier hätten wir noch pflügen müssen. Warum haben wir das nicht gepflügt? Sehr ungeschickt, junger Mann. Ja, warte mal, wir haben ja auch noch ein bisschen was im Speicher. 60.000 Gerste. Können wir auch verkaufen. Dann kommen wir auf den Preis. Dann kriegen wir auf jeden Fall, können wir uns auf jeden Fall den Drescher kaufen. Wir haben nicht mal einen Kredit aufgenommen. Oh, wir sind schuldenfrei. Dann könnten wir es auch über einen Kredit lösen. Muss aber nicht sein, finde ich. So, jetzt gucke ich mal, ob ich die Bäume hier fällen kann. Kann sein, dass die auch nicht gehen. Ja. Schade. Aber sind die einfach nur zu klein, oder? Ne, ich glaube, die sind ausgenommen. Der ist eigentlich nicht so klein. Aber die gehen nicht. Schade. Okay. Dann müssen wir uns was anderes überlegen, um Geld zu machen. Achso, wir fahren. So rum. Haben wir die Brux eigentlich gekauft oder nur gemietet? Alles gekauft, gut. Aber wir müssen in dieser Folge, wir müssen den Mähdrescher kaufen. Ups, nee, vorwärts. Aber nicht gegen den Zaun. Wolle haben wir 2 Pakete, könnten wir auch verkaufen. So, die Baumfräse sägt eben den Baumstumpf weg. Dadurch haben wir keine Probleme beim Drüberfahren. Ist ganz geschickt. Und so kleine Sachen kann er auch entfernen. Weil ich gar nicht weiß, wie die entstanden sind. Weil ich habe eigentlich nicht zweimal gesägt, ich habe immer nur einmal gesägt. Komm, geh weg.
Hallo? Der will das nicht wegmachen. Und rankommen tue ich gerade auch nicht. Ich wollte dich werfen, ja, aber nicht so. So, weg damit. Ich meine, dafür kriegen wir jetzt kein Geld, aber muss eben auch die Arbeit erledigen. Vielleicht holen wir uns einfach die 40.000 dann per Kredit. Oder, na, ich glaube, ich fahre einfach Getreide weg. Ich möchte keine Schulden machen. Nee, auch 20.000 will ich nicht als Schulden haben. Und für eigentlich können wir dann, wir werden ja mehr Geld kriegen, wie wir brauchen. Können wir eigentlich nur ein paar Schafe kaufen. Denke ich mir so. Oder nicht? Finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja. Wann geht denn der Baumstumpf jetzt weg? Dann mache ich erstmal kurz den anderen. Die Fußgänger laufen natürlich einfach durch meinen Trecker durch. Okay. Gut. Dann machen wir das mal hier hin. Weil wir müssen diese Folge noch den Mähdrescher kaufen. Vor allem ist schon wieder zu spät. Der Shop hat schon wieder geschlossen. Ich bin halt ein Held, ich verpeile das immer. Naja, dann bestellen wir ihn online und holen ihn morgen ab. Wolle zu verkaufen, fände ich jetzt nicht gut. Weil da können wir einfach... Da gibt es einfach so einen krassen Preis, da könnte man noch mehr rausholen dann. Wir fahren jetzt kurz mal zum Hof. Und holen Getreide oder so. Ja, die Preise sind gestiegen. Warte mal, 3x3, das wären 9.000. Für das bisschen Raps. Gucken wir mal, wie viel noch fehlen. Was haben wir eigentlich angepflanzt? Auf allen Feldern Soja. Das ist gut. Soja hat sonst fast keiner angepflanzt. Nur die 38 ist noch mit Soja. So, guck mal, hier hat es jetzt nur noch 9.000 gegeben. Wenn wir jetzt verkaufen... Dann kriegt man eigentlich nicht so viel dafür.
9000 reichen uns nicht. Deshalb werde ich schon wahrscheinlich die Gerste verkaufen. 60.000 mal 1,3 macht ungefähr 90.000, was wir da verdienen. Das ist eigentlich ein guter Preis. Damit können wir auch was anfangen. Die Straßen hier sind auch ein bisschen klein. Machen wir mal hier Warnleuchte an. Vor allem bretter ich mit fast 70 durch die Stadt. Ups. Wir haben Rechtsverkehr. Tududu. Und ich verkaufe die Gerste, weil ich glaube, ich für den Weizen eigentlich mehr kriegen könnte. Ja, mit 70 über den Hof brettern. Start. Ja, Gerste 1500. Ein Normalpreis. Und hier haben wir 1300. Wo müssen wir hin? Bahnhof, glaube ich. Bahnhof sehen wir. Jawohl. Werden wir tun. Oh nein, der Bahnhof hat auch eine Schranke. Hoffentlich hat er noch offen. Hoffentlich hat er noch offen. Die Gerste zu mal abdecken, damit sie nicht verunreinigt wird. Schmälert den Preis. Immer diese schönen langsamen Autos. Warum hält er so früh an? Der hat doch noch 10 Meter. Überlegt mal, die Kreisverkehre wären wirklich so klein. So, die Folge wird ein bisschen länger, weil wir wollen noch diesen Cristiano Ronaldo kaufen. Für 344.000. Nein, Quatsch. Der New Holland CR. So, jetzt egal. Komm, zieh. Ja. Puh, das war knapp. Den New Holland CR 10.90. Den brauchen wir noch. Der fährt wieder los, oder? Nee. Oh, rote Ampel. Ach, egal. Ich hoffe mal wirklich, dass der Bahnhof nicht zuhört. Sonst haben wir ein Problem. Nee, Schranke ist noch offen. Wahrscheinlich geht die Schranke jetzt zu, wenn wir da drin stehen. So. Ich kann schon mal aussteigen, weil ich muss ja natürlich die Bahn gleich losschicken. Ich habe zwar keine Ahnung, wann der Anhänger leer ist, aber
Dann warten wir lieber doch hier. Braucht schon relativ lange, bis der leer gemacht ist. So, jetzt könnte ich, denke ich, einfach schon mal vorlaufen. Gut. Dann haben wir genug Geld, sobald der Zug unsere Ware verkauft hat. Und können uns den Mähdrescher kaufen. Ich guck mal gerade, ob wir hier, wo wir hier sind. Ja, das passt. Dann nach links. Ah. Okay. Warnlicht. Verboten, Leute, verboten. Falsche Richtung zu fahren. Macht man nicht. So, wir fahren jetzt Sonnenuntergang. Und haben jetzt... Ja. Hä, warum so wenig? ...60 mal 1,3... ...ist bei mir fast 80.000. Komisch. Egal. Warte mal. Wir stellen uns mal kurz hier in unsere... ...Zuchtstation für Gemüse. Ups. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Locken uns hier ein und holen uns den Chris CR1090 für 344.000. Jawohl. So, jetzt haben wir noch 64. Das ist gut. Damit können wir dann in der nächsten Folge zum einen den Mähdrescher abholen und zum anderen noch ein paar Schafe kaufen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.